Hallo, willkommen im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Wir stehen hier in der Ausstellung Anime Fantastisch, eine Ausstellung, die sich mit dem japanischen Zeichentrickfilm beschäftigt, etwa in einer Zeit von den 70er Jahren bis in die 2000er Jahre. Insgesamt ist die Art und Weise, auf diese Art Zeichentrickfilme herzustellen, mittlerweile ein geschlossenes Kapitel in der Filmgeschichte, weil mittlerweile alles digital produziert wird, was wir so im Fernsehen und auf der Kinoleinwand sehen. Das heißt, wir zeigen hier die historische Entwicklung über circa 30 bis 40 Jahre.